Hallo, liebe Zuschauer, ich bin euch eine Erklärung schuldig, weil ich auch keinen Bock habe, mich ständig mehr zu rechtfertigen. Ja, dies ist ein Camper-Kanal und ja, dies bleibt auch ein Camper-Kanal. Und ich habe gegen niemanden etwas. Ich verurteile auch niemanden. Es war in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, immer genau andersherum. Die Diffamierung, die Verurteilung, die Ausgrenzung hat denjenigen gegenüber stattgefunden, die nicht mitgemacht haben bei den Geschehnissen. Und heute schäme ich mich auch nicht mehr dafür, ohne dass ich jemanden angreife, ohne dass ich jemanden angreife, dass ich ziemlich früh erkannt habe, dass es nicht um Gesundheit geht und dass ich diese Spritzen nicht haben wollte. Dafür schäme ich mich einfach nicht mehr. Und darum wird es auf diesem Kanal nicht gehen, auch nicht in Zukunft. Es geht um die einfache Beantwortung der Frage, warum ich jetzt plötzlich auf diesem Camper-Kanal den Füllmich-Prozess zeige und bringe. Und da habe ich so viele Nachrichten und Mails bekommen. Was ist das überhaupt? Wer ist Dr. Rainer Füllmich? Wer oder was ist denn dieser Corona-Ausschuss? Und warum fährst du dahin nach Göttingen extra zu den Gerichtsverhandlungen? Mittwoch fahre ich wieder hin, erneut zur nächsten Verhandlung. Und darüber muss ich mit euch kurz sprechen und euch erklären, was los ist, denn diese Antwort bin ich euch einfach schuldig. Also, ich erkläre euch das wirklich sehr schnell. Als im März 2020 weltweit dieses Virus aufgetaucht ist und wirklich alle im Ausnahmezustand und in Angst versetzt gewesen sind, habe ich mich gefragt, was läuft denn hier eigentlich? Kann das mit rechten Dingen zugehen? Und auf meiner Suche bin ich nur auf das gestoßen, was weltweit gleichgeschaltet war, nämlich die Leitmedien, die Mainstream-Medien, die Politik, überall. Und ich muss sehr aufpassen, was ich sage, denn auf YouTube wird genauso zensiert, YouTube hat genauso mitgemacht, es haben alle mitgemacht. Und ich will es euch wirklich nur in aller Kürze erklären. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, es kann nicht sein, hier stimmt was nicht. Und im Nachhinein übrigens, jeder von euch weiß es hat auch gewaltig was nicht gestimmt. Und bei meiner Suche und Recherche nach der Wahrheit bin ich ziemlich schnell auf alternative Medien gestoßen. Und das war damals auch die Rechtsanwaltskanzlei von Dr. Rainer Füllmich. Noch vor dem Corona-Ausschuss, der wurde erst im Juli 2020 gegründet von Dr. Rainer Füllmich als Mitgesellschafter von insgesamt vier Gesellschaftern. Dazu komme ich gleich zur Sprache. Vorher, zwischen März 2020 und Juli 2020, hat Dr. Rainer Füllmich auf seiner Website Videos gemacht, wo er aufgeklärt hat, wo er bekannt gegeben hat, dass das, was hier läuft, bereits schon vorher geplant gewesen ist, nämlich im Oktober 2019 vom WEF, Weltwirtschaftsforum, als Planspiel und tatsächlich alles war, kann man alles recherchieren, das stimmt. Und dass selbst die sogenannten Impfungen alle vorbereitet gewesen sind und dass alles hier irgendwie inszeniert ist und hier irgendwas gewaltig nicht stimmen kann. Und weil Dr. Rainer Füllmich einer der allerersten Menschen gewesen ist, die mich persönlich aufgeklärt haben, verfolge ich ihn bis heute. Alles, was er gemacht hat. Dann hat er den Corona-Ausschuss gegründet und jetzt komme ich auch zur Sache, warum ich nach Göttingen fahre, warum ich mir extra frei nehme und diese Gerichtsverhandlungen anschaue. Und ich beantworte euch die Frage, was hier überhaupt los ist, in aller Kürze. Er hat den Corona-Ausschuss gegründet, zusammen mit Viviane Fischer und wollte dazu noch weitere mit hineinnehmen, wie zum Beispiel Dr. Wolfgang, nicht Doktor, doch, ist auch ein Doktor, Wolfgang Wodak. Viele kennen ihn ja sogar, der war ja sogar mal im Bundestag als im Gesundheitsbereich tätig damals und hat damals schon die Schweinegrippe aufgedeckt, was übrigens auch alles Fake gewesen ist, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Naja, lange, wirklich lange Rede, kurzer Sinn, deswegen kurze Rede. Die Gesellschafter mussten sich zu viert formieren und haben deshalb Justus, Rechtsanwalt Justus Hoffmann und Rechtsanwältin Antonia Fischer mit aufgenommen. Und letztendlich sollte es mal eine Stiftung werden, Stiftung Corona-Ausschuss, aber soweit war es noch nicht. Und diese beiden sogenannten Hafenanwälte, die hatten von Anfang an überhaupt gar keine Absicht, diesen Corona-Ausschuss mitzugestalten und waren aktiv überhaupt nicht dabei, waren überhaupt nicht bei der Sache und hatten nichts mit dem Ganzen zu tun und haben sich auch ziemlich schnell wieder verabschiedet. Und jetzt kommt der Kern und der Knackpunkt der Geschichte, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Der Corona-Ausschuss, der eigentlich nur aus den Verantwortlichen Dr. Rainer Füllmich und Viviane Fischer bestand, nämlich diese beiden haben diesen Corona-Ausschuss geleitet und weltweit Gäste befragt und eingeladen
und haben jeden Freitag stundenlang Sitzungen gemacht. Was hat man diesen Freitagen nachgehiepert? Diese beiden, die haben den Corona-Ausschuss letztendlich geleitet und haben Spendengelder eingesammelt. Unter anderem, um die Arbeit des Corona-Ausschusses vorantreiben zu können, die ganze Technik, die Videoübertragung, Einladen von Gästen, Beantwortung von E-Mails, Anfragen und alles, was damit zusammengehört, völlig unabhängig von der sogenannten Sammelklage, die Dr. Rainer Füllmich ja machen wollte, um dagegen vorzugehen, was in Deutschland übrigens gar nicht funktioniert, weil die Justiz hier ja wirklich im Eimer ist, hat man ja gemerkt in der sogenannten Corona-Zeit. Recht und Ordnung gibt's hier nicht mehr. Ich sage nur Stichwort Maskenatteste. Wie viele Ärzte werden heute, 2024, noch verurteilt, rechtskräftig verurteilt, weil sie Atteste ausgestellt haben? Ich will nicht abschweifen, ihr wisst alle, was ich meine. Und diese Spendengelder, die waren in Gefahr, gepfändet zu werden von diesem Staat. Da hat sich dann schon so einiges angesammelt an Geld, mehrere Millionen Euro insgesamt. Man schätzt, dass zwischen 3 und 4 Millionen Euro Spendengelder insgesamt eingesammelt worden sind. Und damit dieses Geld nicht einfach so weggepfändet wird vom Staat, der ja nun mal alles andere getan hat, als aufzuklären, was hier eigentlich läuft. Das hat nämlich eigentlich nur der Corona-Ausschuss wirklich getan. Hat Dr. Rainer Füllmich wohl überlegt, übrigens Viviane Fischer auch, Geld aus diesem Corona-Ausschuss entnommen, um es zu sichern, um es in Sicherheit zu bringen. Aber Dr. Rainer Füllmich ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Der hat natürlich eine sogenannte Liquiditätsreserve gebildet und hat sich abgesichert in Form von seiner Immobilie. In Göttingen hat er eine richtig wertvolle Immobilie in einem angesehenen Viertel gehabt. Ich sage gehabt, weil sie ihm unter dem Arsch wegverkauft worden ist. Dazu komme ich auch noch gleich. Und diese Immobilie hat einen Wert von 1,158 Millionen Euro gehabt. Aber er hätte nur zurückführen müssen an Geld, was er aus dem Ausschuss herausgenommen hat, Höhe von rund 700.000 Euro. Nun, was ist geschehen? Diese beiden Hafenanwälte, die hatten angeblich Angst, dass ja Körperschaftssteuer bezahlt werden müsse, was ja auch stimmt, und dass sie haften würden, wenn hier irgendwelche Versteuerungen nicht stattgefunden haben im Corona-Ausschuss. Dabei ist ja jeder Gesellschafter für sich selbst mitverantwortlich. Und dann gab es unheimlich viele Diskrepanzen, wo die Öffentlichkeit viel Einsicht drin hatte, weil alles öffentlich ausgetragen worden ist im Internet. Und wirklich lange Rede, kurzer Sinn, da ist doch dieser Rechtsanwalt Justus Hoffmann tatsächlich auf die Idee gekommen, die Staatsanwaltschaft zu missbrauchen, und zwar schon über 1 Jahr und 3 Monate lang, ja, zu missbrauchen, Dr. Rainer Füllmich zu verurteilen. Und dann wurde ermittelt gegen Dr. Rainer Füllmich ohne sein Wissen, und er wurde letztendlich gelockt im Ausland, wo er sich aufgehalten hat, sodass er überführt werden konnte nach Deutschland unter widrigsten Umständen. Und ist in Untersuchungshaft gelangt, weil er angeblich Spendengelder veruntreut haben soll. Was so nicht stimmt. Die Wahrheit ist, dass diese sogenannten Hafenanwälte, übrigens haben die sich zu dritt getan, da ist noch dieser Marcel Templin dabei. Das ist auch eine richtig krasse Nummer, aber ich will euch nicht verwirren, weil viele wissen ja überhaupt gar nicht, was hier überhaupt los ist. Diese Hafenanwälte, die haben dann letztendlich gemeinsame Sache gemacht und haben Dr. Rainer Füllmich federführend unter Rechtsanwalt Justus Hoffmann angeklagt, und das Ganze wurde ernst genommen von der Staatsanwaltschaft. So perfide war es gewesen, dass sogar der Staatsanwaltschaft angedroht worden ist, Dr. Rainer Füllmich soll nichts von den Ermittlungen mitbekommen, sonst ziehen wir die Strafanzeige wieder zurück, denn wir haben Angst vor ihm, dass er gewalttätig sein könnte. Und die größten Geschichten wurden hier erfunden, die alle haltlos sind. Und jetzt komme ich zum Knackpunkt. Ich habe mir dann persönlich gesagt, das kann doch nicht sein, was hier läuft. Ich verfolge seit Jahren von Anfang an den Corona-Ausschuss. Ich habe alle diese Streitigkeiten mitbekommen. Und ich glaube nicht, dass Dr. Rainer Füllmich, dieser Star-Anwalt, der vorher schon die Deutsche Bank und weitere Banken erfolgreich verklagt hat, der so viele Menschen bewahrt hat vor sogenannten Schrottimmobilien, der so erfolgreich als Anwalt aufgetreten ist und wirklich Ahnung hat von seinem Geschäft und der wirklich weiß, was los ist und ein guter Mensch ist und immer für die Wahrheit war. Auch beim Corona-Ausschuss hat man das deutlich gemerkt, dass er einfach die Wahrheit aufdecken wollte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann ein Verbrecher sein soll. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich muss das weiterverfolgen. Ich will diese Prozesse, die jetzt stattfinden vor dem Landgericht Göttingen, mir selber ansehen. Und da bin ich hingefahren und habe ein Video gedreht. Und das hat tatsächlich auch was mit meinem
Van zu tun, denn ich verbinde das mit meinem YouTube-Kanal, denn dank dieses wunderschönen Fahrzeugs ist es mir möglich gewesen, überhaupt dahin zu fahren und dort zu übernachten und der Gerichtsverhandlung beizuwohnen, wieder dort zu übernachten und bei der Mahnwache vor der Justizvollzugsanstalt einen Tag später dabei zu sein und mich zu wärmen, hier drin zu essen und wieder nach Hause zu fahren. Denn ich bin vollzeitig berufstätig und wenn ich so eine Aktion mache und so weit fahre bis nach Göttingen, okay, von mir geht's noch einigermaßen, ich bin in der Gegend Hannover, also 1,5 Stunden rund und ich bin da. Andere haben eine weitere Anreise, aber das ist für mich sehr bequem, dank dieses Vans. Und wenn ich dann berufstätig bin und nur mal eben so einen Tag frei habe oder maximal 2 mir frei nehme extra dafür, dann möchte ich das verbinden mit Bequemlichkeit und dafür ist dieses Fahrzeug da. Ja, nun ist es so, dass ich in Zukunft auf meinem Kanal natürlich wieder auch Camper-Sachen zeige. Aber bitte seht es mir nach, dass ich diese ganze Angelegenheit mit dem Prozess von Dr. Rainer Füllmich trotzdem nebenbei bringen werde. Denn ich war bei der Gerichtsverhandlung und ich werde auch zu den nächsten Verhandlungen gehen. Die Beweisaufnahme läuft ja immer noch. Und ich habe erschreckenderweise feststellen müssen, letzte Woche, wo dieser Hafenanwalt, Rechtsanwalt Justus Hoffmann vernommen worden ist, angehört worden ist, dass seine Anschuldigungen Rainer Füllmich gegenüber völlig haltlos sind. Dass er sich da eine Geschichte zusammengedichtet hat, die voller Lug und Trug ist, dass sich die Balken nur so biegen. Und der Dr. Rechtsanwalt, Dr. Rainer Füllmich, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der wird das alles aufdecken und das tut er im Rahmen seiner Möglichkeiten als Angeklagter im Gericht. In Untersuchungshaft hat er viel Zeit nachzudenken und sich vorzubereiten. Auch seine Anwältin Frau Wörmer, die ihn vertritt, ist spitzenmäßig. Und diese beiden, Frau Wörmer und Dr. Rainer Füllmich, die werden dieses ganze Ding zum Wenden bringen. Und das hat das Gericht gemerkt, das hat der Vorsitzende gemerkt. Die Verhandlung besteht aus 3 Hauptrichtern und 2 Schöffen. Dann der Staatsanwalt und natürlich auch noch die ganzen Zeugen, die jetzt angehört werden, nämlich die Hafenanwälte, alle durch die Bank weg und auch hier Frau Viviane Fischer. Und was dabei herauskommen wird, ist so spannend und so spektakulär, dass ich vor Ort sein werde und berichten werde. Das ist eigentlich so der Hintergrund, warum, muss ich ganz am Ende des Videos euch noch sagen, warum ich mich da so reinhänge. Jawohl, da werde ich noch einmal die Kamera umstellen und euch am Ende wirklich mitteilen, warum mir das so wichtig ist, das selbst hier auf meinem Camper-Kanal zu bringen, wo ich so viele Zuschauer habe, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben und gar nicht wissen, was der Corona-Ausschuss ist. Ich werde euch noch einmal abschließend sagen, bitte hört euch das wirklich an, warum ich mich da so reinhänge. Mir hat der Corona-Ausschuss so viel gegeben und mich bewahrt und mir geholfen, die richtigen Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Mir geht es sehr gut, ich bin gesund, ich habe die Wahrheit erkennen dürfen. Und unter der Federführung von Dr. Rainer Füllmich darf ich aufgeklärt sein. Ich habe so viel zurückzugeben. Und das mache ich, indem ich mit berichte über die Wahrheit. Ich habe erkannt in diesem ganzen Anklageprozess gegen Dr. Rainer Füllmich, dass Rainer Füllmich unschuldig in Untersuchungshaft sitzt. Und das wird sich am Ende auch herausstellen, das wird bewiesen werden. Die ganze Anschuldigung ihm gegenüber hat aus völlig anderen Motiven stattgefunden, als dass er eine Schuld hätte. Es geht tatsächlich vielmehr darum, dass sich andere der Corona-Ausschussgelder bereichern wollten. Jawohl, die Hafenanwälte, die gar nicht mitgemacht haben im Corona-Ausschuss, die nur formal als Gesellschafter mit eingetragen waren, aber den Sitzungen weder beigewohnt haben, sich auch nicht eingesetzt haben, für den Corona-Ausschuss, geschweige denn in irgendeiner Form mitgearbeitet hätten oder sich eingebracht hätten. Nichts von alledem. Sie wollen jetzt lediglich sich Geld unter den Nagel reißen. Und wie das stattgefunden hat bereits mit dem spektakulären Hausverkauf unter Drohung, ja, unter Drohung und unter Drucksetzung des Käufers und des Notars, dass der Hausverkauf von Dr. Rainer Füllmich, der so viel Geld eingebracht hat, und von diesem gesamten Geld ist bei Dr. Rainer Füllmich nahezu nichts gelandet. Und das ganze Geld ist bei offenbar Marcel Templin. Und das alles hat aufgedeckt und aufgeklärt zu werden. Denn hier geht es nicht darum, dass man hier irgendwie Geld zurück
haben wollte für den Ausschuss, um Steuern bezahlen zu können. Das ist ganz klar, das läuft alles. Das ist alles, alles in Klärung. Okay, Cut. Ich werde als Prozessbeobachter zuschauen weiterhin und dann auch explizit weiter berichten. Aber vorab kann ich meine persönliche Meinung sagen. Meine Wahrnehmung, die ich habe in der Beobachtung des ganzen Vorganges und auch live vor Ort, wo ich ja schon gewesen bin, kann ich sagen, meine persönliche Wahrnehmung, hier läuft was völlig anderes als das, warum er in Untersuchungshaft sitzt. Er sitzt unschuldig in Untersuchungshaft, ich kann es nur wiederholen. Und das Gericht hat dies offenbar auch gemerkt. Dr. Rainer Füllmich wurde ja schon an zwei Terminen angehört und konnte endlich auch mal sich Gehör verschaffen. Das war schon bereits mehr als nur beeindruckend und hat das Gericht regelrecht verdutzt. Denn bisher hat man immer nur zu seinen Lasten ermittelt, aber überhaupt noch nicht andersherum, vielleicht mal so rum ermittelt, könnte vielleicht er auch unschuldig sein. Und was läuft eigentlich in Wahrheit und warum ist hier überhaupt was, wie und überhaupt? Und das hat man erst getan, als Dr. Rainer Füllmich zur Sprache gekommen ist, bei den ersten beiden Gerichtsterminen. Und der dritte Gerichtstermin, dem ich ja beigewohnt habe, der ja aus der Befragung von demjenigen, der die Anklage ins Rollen gebracht hat, bestand, nämlich Rechtsanwalt Justus Hoffmann. Das war so spektakulär, ich habe darüber berichtet, dass seine Anschuldigungen sich alle als haltlos erwiesen haben und dass er seine Glaubwürdigkeit komplett in den Keller gebracht hat durch diesen Tag, der wirklich den ganzen Tag von morgens bis nachmittags ging, wo das Gericht ihn angehört hat und wo Dr. Rainer Füllmich zusammen mit Rechtsanwältin Frau Wörmer, die ihn vertritt, Fragen stellen konnte an diesen Herrn Hoffmann. Und dabei hat sich herausgestellt, für alle, nicht nur für die Zuschauer, die hinten saßen, so wie ich, sondern auch für das ganze Gericht, alle Anwesenden in diesem Gerichtssaal, hat sich herausgestellt, dass die Glaubwürdigkeit von diesem Rechtsanwalt Hoffmann absolut im Keller ist. Und umso spannender ist es, wie das jetzt weitergeht. Die Befragung findet eine Fortsetzung jetzt am Mittwoch. Ich fahre hin und da werden wahrscheinlich auch weitere Zeugen vernommen, wie zum Beispiel Viviane Fischer. Wenn euch noch mehr dazu interessiert, zu diesem ganzen Thema, dann recherchiert und guckt und googelt. Und es gibt tatsächlich auch Informationsquellen, auch außerhalb von mir, die euch die Wahrheit sagen über das, was da wirklich läuft. Schaut nicht in den Mainstream. Der berichtet natürlich auch. Unter anderem ist der NDR vor Ort. Da wird natürlich überhaupt nicht so neutral berichtet, wie das die Prozessbeobachter machen und die Leute machen, die wissen, was los ist. Denn der NDR hat genauso mitgemacht wie alle anderen Leitmedien in dieser ganzen Corona-Terrorzeit. Und warum sollte er jetzt die Wahrheit berichten? Am Ende des Tages wird zählen, das wird wahrscheinlich im März passieren, was herauskommt bei der Gerichtsverurteilung, was am Ende des Gerichtsprozesses bei herauskommen wird. Ich persönlich rechne nämlich mit einem Freispruch von Dr. Rainer Füllmich und nicht nur das. Ich rechne auch mit einer Entschädigung ihm gegenüber, was man ihm angetan hat, ihm und seiner Familie, also seine Frau, die alleine ist seitdem und nur darauf wartet, dass Dr. Rainer Füllmich endlich wieder auf freiem Fuß ist. Ich glaube auch, dass diejenigen, die ihm das angetan haben, letztendlich auf die Anklagebank rücken werden und dass diejenigen verurteilt werden. Denn Geld sich unter den Nagel reißen wollte nicht Dr. Rainer Füllmich. Nein, das wollten andere. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Meine persönliche Motivation, darüber zu berichten und selbst hier auf diesem Kanal alle Zuschauer, die damit nichts zu tun haben, damit zu konfrontieren, ist einfach darin begründet, dass ich zehre. Ich zehre bis heute von dieser Zeit, die man mir an Aufklärung durch den Corona-Ausschuss gegeben hat. Ich zehre davon. Und ich verschweige es auch nicht. Ich stehe dazu. Das bin ich. Und deshalb möchte ich zurückgeben, indem ich den Prozess beobachte, indem ich berichte, indem ich meine volle Solidarität ausspreche, Dr. Rainer Füllmich gegenüber. Am Ende siegt immer die Wahrheit. Ja, bleibt mir noch am Schluss zu sagen, harret aus, wenn euch das Thema nicht interessiert. Harret bitte aus. Ich werde auch wieder ganz normal über Camping-Sachen berichten. Das ist ganz klar. Das Adria-Wendcamp 2024 steht an. Der Frühling kommt bald. Viele neue interessante Sachen werden passieren. Und ich werde mich auch mit Adrianern treffen, die das baugleiche Fahrzeug haben. Und da werden wir auch wieder einige Sachen filmen. Es sind einige neue Projekte schon wieder vorgesehen. Und es wird hier natürlich auch wieder um das gehen, worum es eigentlich sonst auch immer ging. Um Camping und Van und Kastenwagen und Wohnmobil und das ganze Spektrum, was ich sonst immer so abgedeckt habe hier. Viele Grüße, danke fürs Zuschauen, schreibt gerne in die Kommentare, aber ich war es euch einfach schuldig, euch diesbezüglich aufzuklären, was das soll. Und seht es mir nach, am Mittwoch gehe ich zur Verhandlung und danach werde ich
auch nochmal natürlich ein Video dann hier veröffentlichen, was überhaupt los ist dort in Göttingen. Ich fahre mit dem Van hin und werde das wieder verbinden mit Vanlife. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Video. Thank you.